Die antiken Städte der Welt sind noch immer voller Überraschungen und Schätze, die jahrhundertelang verborgen waren. Mit Hilfe modernster Scantechnik wollen wir ihre Geheimnisse lüften. Athen, die Wiege der Demokratie. In und um Athen leben heute fast 4 Millionen Menschen. Während des letzten Jahrhunderts ist die Stadt förmlich explodiert. Nun existieren Monumente und antike Stätten Seite an Seite mit moderner Architektur und angesagten Vierteln. Eine faszinierende Mischung aus Vergangenheit und Gegenwart. Die Tempel des antiken Athen beherrschen die Skyline der Stadt. Doch ich interessiere mich auch für die verborgenen Geheimnisse im Untergrund. Das ist das neue Athen. An einem solchen Ort war ich noch nie. Unterstützt werde ich von unserem 3D-Scan-Team. Um die Wasserläufe zu scannen, müssen wir in die Luft. Wir wollen Geheimnisse des antiken Athens lüften. Jenes goldene Zeitalter erforschen, in dem die Athener ein Prinzip erschufen, dem wir auch heute noch, 2.500 Jahre später, nacheifern. Demokratie. Ich erkunde eine uralte Silbermine. Unglaublich. Und wir begeben uns auf eine virtuelle Zeitreise, um diese erstaunliche Stadt neu zu erleben. Worauf die wohl seit 2.500 Jahren starren? Athen ist vielschichtig. Hier trifft Geschichte auf Mythologie. Die Menschen der Antike nannten sie Stadt der Götter. Willkommen im unsichtbaren Athen. Die Akropolis thront auf einem Hügel im Stadtzentrum von Athen. Vor 5000 Jahren fanden die Siedler der Bronzezeit im Schatten dieser Klippen Schutz. In den Jahrhunderten danach wuchs die Stadt um sie herum unaufhörlich. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus fand hier ein bemerkenswertes Ereignis statt. Auf diesem Hügel stürzte das Volk von Athen einen Tyrannen und erschuf die erste Demokratie der Welt. In dem darauffolgenden goldenen Zeitalter entstanden die wunderbaren Bauten, die man auch heute noch bewundern kann. Hier oben befindet sich das antike Tor zur Akropolis. Sein Zweck war es, die Perspektive zunächst einzuschränken, um dann plötzlich den Blick freizugeben auf eines der bedeutsamsten Gebäude der Menschheitsgeschichte. Den Parthenon, errichtet zu Ehren der Göttin Athene. Auf den ersten Blick erscheint er erstaunlich symmetrisch. Doch kein Marmorblock ist gleich. Und der Tempel hat nahezu keinen rechten Winkel. Jeder einzelne der 46 Randsäulen ist gekrümmt und neigt sich mit steigender Höhe fast unmerklich nach innen. Dieser architektonische Trick lässt den Parthenon gleichzeitig grazil und mächtig wirken. Als würde sich der Tempel dem Himmel entgegenrecken. Nicht nur die Schönheit des Bauwerks beeindruckt, sondern auch die machtvolle Botschaft und sein Zweck. Zivilisation soll sich von Barbarei abgrenzen. Der Parthenon und die Stadt zu seinen Füßen waren das pulsierende Herz der Zivilisation. In seinem Schatten befindet sich ein kleinerer Tempel, der häufig und zu Unrecht übersehen wird. Wir werden herausfinden, warum dieser Tempel eines der wichtigsten Bauwerke des antiken Athen ist.
Der Parthenon ist für seine scheinbare Symmetrie berühmt. Das kann man von seinem exzentrischen kleinen Bruder gegenüber nicht behaupten. Das ist das Erechtheion, in dem das hölzerne Kultbild der Stadtgöttin Athene aufbewahrt wurde. Und außerdem das asymmetrischste Gebäude der griechischen Antike. Es besteht aus verschiedenen architektonischen Stilen, die scheinbar wahllos kombiniert wurden. Man fragt sich, wieso entwarf man ein Bauwerk, das so aussieht? Unsere 3D-Scanner werden versuchen, hinter das Geheimnis dieses seltsamen Tempels zu kommen. Geleitet wird das Scanner-Team von dem Architekten Matt Shaw. Matt, dieses einzigartig asymmetrische Bauwerk. Wie setzt ihr die 3D-Scanner-Technik ein? Verglichen mit der Schlichtheit des Parthenon wirkt das Erechtheion komplex und fast schon durcheinander. Wir werden zunächst das gesamte Gebiet der Akropolis kartieren, um zu sehen, wie sich das Erechtheion geometrisch ins Ganze einfügt. Um die Geheimnisse des Erechtheion zu lüften, werden Matt Shaw und sein Team also ein 3D-Modell der gesamten Akropolis anfertigen. Tausende von Luftaufnahmen und ein Verfahren namens Fotogrammetrie werden uns helfen, herauszufinden, warum das Erechtheion auf diese Weise erbaut wurde. In der Zwischenzeit werde ich mir den Tempel genauer anschauen. Sein Name nimmt Bezug auf Erechtheus. In der griechischen Mythologie war dieser ein König von Attika. Angeblich wurde er an dieser Stelle, auf Bitten Poseidons, von Zeus durch einen Blitzschlag getötet. Dieses verwirrende Bauwerk verwirrt mich noch mehr, wenn ich mir klar mache, dass die alten Griechen im Dach und im Boden ganz bewusst ein Loch gelassen haben. Der Mythos besagt, dies sei die Stelle, an welcher der Blitzschlag des Zeus Erechtheus niederstreckte. Doch es gibt weitere Verbindungen zur antiken griechischen Mythologie. Dieser Tempel wurde auf einer wesentlichen Stelle aus der griechischen Sagenwelt errichtet und es geht dabei um einen Wettkampf zwischen Göttern. Poseidon, der Gott der Meere, und Athene, die Göttin der Weisheit, stritten um die Schutzherrschaft über Attika. Dabei soll Poseidon seinen Dreizack in den Felsen gerammt haben. Es entstand ein Salzwasserquell aus dem Nichts. Athene reagierte, indem sie ganz in der Nähe einen Olivenbaum pflanzte. Der König von Attika entschied sich für das Geschenk der Athene und die Hauptstadt von Attika wurde Athen genannt. Und seitdem ist Athene die Schutzgöttin der Stadt. Heute steht an dieser Stelle ein 1917 gepflanzter Olivenbaum. Auf der gegenüberliegenden Seite des Bauwerks erstreckt sich ein Vorbau, der von 6 Säulen in Form von Jungfrauen gestützt wird, sogenannten Karyatiden. Auch dieser Vorbau wurde auf geheiligtem, königlichem Boden errichtet. Man könnte meinen, diese Jungfrauen dienen nur als Säulen. Doch tatsächlich bewachen sie etwas Bedeutendes zu ihren Füßen. Es wird angenommen, dass tief in dieser Ecke sich das Grab des ersten Königs von Athen befindet, Kekrops des Ersten. Insofern tragen diese Jungfrauen nicht nur das Dach über ihnen, sie reichen dem legendären Helden in alle Ewigkeit Opfergaben dar. Die Bauwerke des Athener Burgbergs sind bleibende Symbole jener Stadt, die der Welt die Demokratie schenkte. In ihnen wurden religiöse Riten abgehalten. Doch das politische Herz der Stadt schlägt woanders.
Westlich der Akropolis liegt ein Hügel namens Pnyx. Mein Lieblingsort in Athen. Die Bürger Athens versammelten sich an diesem Hügel, um zu diskutieren und abzustimmen. Wenn es also um den ersten demokratischen Versammlungsort der Welt geht, das ist er. Doch es war keine Demokratie, wie wir sie heute kennen. Denn in Athen galten nur die Männer als Bürger. Frauen und Sklaven durften nicht abstimmen. Die Demokratie des antiken Athens war also eine andere. Die Menschen damals hätten unsere Form der Demokratie ebenfalls nicht wiedererkannt. Denn wir stimmen nicht einzeln über bestimmte Fragen ab, wie sie damals. Doch hier, an dem Versammlungsort Pnyx, wurde genau dies praktiziert. Hier konnte jeder Bürger Athens seine Stimme abgeben. Mithilfe unseres Scan-Teams werden wir das verborgene antike Athen sichtbar machen. Die ersten Scans der Akropolis schaue ich mir nun an. Ich kann es kaum abwarten. Und besonders freue ich mich auf die Akropolis. Nimm Platz und dann geht's los. Mit einem Helikopterflug um die Akropolis. Und natürlich fällt uns sofort der Parthenon auf, das Schmuckstück der Akropolis. Und hier ist der exzentrische kleine Bruder, das Erechtheion, mit seiner so außergewöhnlichen Bauweise. Lass uns genauer hinsehen, indem wir das Erechtheion einfach entfernen, sodass lediglich noch die Fundamente sichtbar sind. So sieht das aus. Eine Zeitreise zurück, bevor das Erechtheion erbaut wurde. Was übrig bleibt, ist ein hügeliges, ziemlich unebenes Gelände. Man kann erkennen, wie es von Süden nach Norden abfällt, um mehr als 3 Meter. Das wirkt alles sehr beengt. Das Gelände ist also eher schwierig. Wie sieht es mit den geweihten Städten aus? Die waren doch bereits vorher da. Eine davon ist dieses seltsame Loch hier im Boden. In den alten Quellen heißt es, es sei durch Zeus Blitzschlag entstanden. Es gibt Zeiten, in denen bestimmte Städte mit dem Erdboden verbunden waren. Lass uns diese Städte im Zusammenhang mit der Architektur auf ihr betrachten. Es dauert nur Sekunden und der Vorbau erscheint. Wir sehen hier das Loch im Dach und es fällt auf, dass es sich genau über dem Loch im Boden befindet. Das zeigt, auf was die Athener beim Bau geachtet haben, dass es für die allsehenden Götter sichtbar war. Doch der Blick wird unterbrochen von etwas außerhalb des Gebäudes. Vom Olivenbaum. Der Olivenbaum. Den Baum konnte man nicht einfach entfernen, es ist der Olivenbaum der Athene. Wie kommen wir damit klar? Naja, das kriegen wir hin. Der Baum steht unter Schutz, da legt niemand Hand an. Der Baum bleibt. Aber schau, in der Nähe des Baumes ist eine weitere geweihte Stätte. Die Karyatidenhalle. Sie liegt etwas oberhalb des Baumes. Denke an das Grab von Kekrops, dem Ersten. Das gilt es zu respektieren, aber auch zu markieren, sozusagen. Hier ergänzen sich Geschichte, Identität und Baukunst. Die Baufläche ist begrenzt und die heiligen Stätten bedingen weitere Einschränkungen. Ein Stück Erde, das von den Göttern berührt wurde. Ein Olivenbaum, gepflanzt von Athene. Und das Grab des ersten Königs von Athen. 3 geweihte Stätten um einen zentralen Tempel, in dem sich Schreine und Relikte befinden, die Athene und vielen anderen Göttern gewidmet sind. Bedenkt man all diese Beschränkungen, dann scheint dieses Bauwerk eine geniale Lösung zu sein. Mm.
dann ist auch dieses Gebäude nicht länger der exzentrische kleine Bruder, sondern ein Musterbeispiel dafür, zu was die Athener fähig waren. Das moderne Athen ist heutzutage eine lebendige und bunte Stadt mit einer Nähe zum Meer. Es ist die geschäftige Hauptstadt einer Demokratie, die derzeit mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Zu Zeiten der ersten Demokratie, als die Bauwerke der Akropolis noch nicht errichtet waren, musste Athen ebenfalls um seinen Platz in der Geschichte kämpfen. Im Jahr 490 vor Christus war der griechische Stadtstaat umgeben von Rivalen. Von Ägina, Korinth und dem militaristischen Sparta. Die größte Bedrohung jedoch lag im Osten. Das Perserreich war dabei, seinen Einfluss auszubauen. Doch Athen hatte gegenüber vielen seiner Rivalen einen entscheidenden Vorteil. Die Landschaft, die unter dem Namen Attika bekannt war, war reich an natürlichen Ressourcen. In den Hügeln der Gegend um Lavrio gab es umfangreiche Silbervorkommen. Dies war einst eine Industrielandschaft, in der es vor Sklaven wimmelte. Um sich ein Bild von dieser Welt zu machen, begibt man sich am besten in eine dieser Silberminen. Hier geht's rein, Vorsicht mit dem Kopf. Ich passe auf. Mir zur Seite steht Professor Andreas Kapitanios. Er kennt diese Minen wie seine Westentasche. Hier fangen die Stollen an. Und wohin führen diese Stollen? Die sind wie die Tentakel einer Krake. Sie erstrecken sich überall hin, denn man wusste ja nicht, wo genau man nach dem Erz graben sollte. Und da gehen wir jetzt hin. Okay, ich folge Ihnen. Ich will mich hier unten nicht verirren. Hier müssen wir kriechen. Eng und niedrig. Kommen Sie, Michael? Bin unterwegs. Sind das Tunnel, wie sie damals gegraben wurden, auf der Suche nach Silber? Nach dem Erz, das Silber enthält. Schauen Sie mal, hier kann man noch Werkzeugspuren erkennen. Dieser Durchgang, dieser Tunnel ist kaum 50 cm hoch. Es ist mir ein Rätsel, wie man sich hier bewegen und mit einem Werkzeug den Fels bearbeiten konnte. Es ist unglaublich eng. Ich habe das Gefühl, jetzt geht's nach unten. Das ist eine Art Treppe, die abwärts führt und sich dann wieder öffnet. Ich gehe mit dem Kopf voran, hoffentlich klappt das. Ich vermute, das hier ist die engste Stelle. Alles gut. Gut? Das ist doch Wahnsinn. Aber irgendwie macht es auch Spaß. Sind Sie durch? Und ob ich durch bin? Das ist unfassbar. Kommen Sie? Es ist ein ernüchternder Gedanke, dass die Menschen, die diese Tunnelgruben gezwungen waren, hier unten zum Wohle Athens zu schuften. Die Arbeit wurde von tausenden Sklaven verrichtet. Es waren Kriegsgefangene oder man kaufte sie auf Sklavenmärkten. Sie waren wertvolle Werkzeuge. Jeweils ein Erwachsener arbeitete mit einem Kind. Kinder? Ja.
Man kommt nicht umhin, Mitgefühl zu haben mit den Menschen, die früher hier arbeiteten. Das hier ist die Schattenseite, das echte Athen. Unsere Scans enthüllen ein Labyrinth aus Tunneln und Kammern, mehr als 100 Meter lang. Von Sklaven in den Berg gegraben, die der dünnen Erzader folgten. Oberirdisch entdecken die Scans auch die Überreste der Anlagen, die das Erz verarbeiteten. Hier wurde es gewaschen, zermahlen und anschließend in Schmelzöfen erhitzt, um das wertvolle Silber zu gewinnen. Und dies ist nur eine von mindestens 30 bekannten Silberminen unter den Hügeln von Lavrio. Quellen berichten, dass die Athener um 480 v. Chr. Auf eine besonders reichhaltige Silberader stießen. Eine Entdeckung, die auch der neuen Demokratie zugute kam. Die Bürger Athens debattierten hitzig, wie man mit dem silbernen Segen verfahren sollte. Viele forderten, das Silber solle aufgeteilt werden und jeder Bürger einen gleichen Teil erhalten. Doch ein einflussreicher Politiker, ein Feldherr namens Themistokles, legte überzeugend dar, den Erlös für eine Schiffsflotte zur Verteidigung der Stadt zu verwenden. Wie das Silber aus Lavrio schließlich verwendet werden sollte, wurde demokratisch entschieden. Das Geld wanderte nicht in die Taschen der Bürger, sondern wurde für den Bau einer Flotte verwendet. Von da an waren Marine und militärische Macht ebenso wichtig für Athen wie die Demokratie. Die Flotte bestand aus sogenannten Trieren. Denn diese fast 40 Meter langen Kriegsschiffe wurden mit drei gestaffelt angeordneten Reihen von Riemen angetrieben. Sie waren leicht, schnell und mit einer bronzenen Ramme ausgerüstet. Um 480 v. Chr. Umfasste die neue Flotte etwa 200 Schiffe. Zu einem Zeitpunkt, als sich Athen darauf vorbereitete, sich der tödlichen Bedrohung durch ein mächtiges Imperium entgegenzustellen. Hier im Hafen von Piräus entspann sich eine schicksalsträchtige Folge von Ereignissen. Eine Armee aus mindestens 200.000 persischen Soldaten war unterwegs, um Athen einzunehmen und die Demokratie zu beseitigen. Angesichts dieser Bedrohung für die gesamte Bevölkerung mussten sich die Bürger von Athen entscheiden. Sollten sie die Stadt verteidigen oder die Flucht übers Meer antreten? Themistokles wusste, dem persischen Heer hatten die Athener an Land nichts entgegenzusetzen. Also überzeugte er sie von einer gewagten Aktion. Sie würden Athen verlassen, sie würden ganz Attika verlassen und ihr Überleben ganz von ihrer neu erbauten Schiffsflotte abhängig machen. Und dieser Augenblick, diese demokratische Abstimmung, hat die Geschichte verändert. Frauen und Kinder wurden in Sicherheit gebracht. Jeder Athener im wehrfähigen Alter wurde auf den Ruderbänken der Trieren eingesetzt. Die Bürger Athens manövrierten die Flotte von der Stadt weg in eine gegenüberliegende abgelegene Bucht auf der Insel Salamis. Hier schlossen sich ihnen Verbündete aus ganz Griechenland an. Und Ende September 480 v. Chr. Machten sie sich bereit, dem Gegner entgegenzutreten. In der nun folgenden Schlacht von Salamis
stellte sich die erste Demokratie der Welt ihrer größten Bedrohung. Ein Ereignis, das die westliche Zivilisation verändert hat. Mit diesen neuen Funden kann unser Scan-Team die exakten Koordinaten der Schlacht bestimmen. Ein 3D-Modell des Bollwerks und des Wehrturms zeigen, dass es sich 160 Meter weit in die Bucht erstreckte. Dahinter versammelten sich die 300 griechischen Trieren, um es mit der persischen Flotte aufzunehmen, die ihnen zahlenmäßig dreifach überlegen gewesen sein soll. Doch Feldherr Themistokles lockte die Perser in eine Falle. Als die persische Flotte in die Meerenge vor der Bucht einlief, schlugen die Athener und ihre Verbündeten zu. Sie rammten die feindlichen Schiffe und zerschlugen so die Flotte der Perser. Ein überwältigender Sieg für die Demokratie Athens. Doch der Sieg hatte seinen Preis. Als die Bürger von Athen zurückkehrten, lag ihre Stadt in Trümmern. Und auch die geweihten Stätten der Akropolis waren völlig zerstört. In den Jahrzehnten nach ihrem Sieg gegen die Perser machten die Athener etwas Außergewöhnliches. Anstatt die Stadt wieder aufzubauen, beschlossen sie, die Ruinen als Mahnmal zu erhalten. Als Zeichen der Gottlosigkeit der Barbaren. Anstatt also ihre Stadt neu zu errichten, entschieden sie, sich künftig besser zu schützen. Und danach suche ich gerade in den Straßen des modernen Athens. Irgendwo hier müsste es sein. Es hieß, ich solle mich bei den Toiletten links halten. Jetzt suche ich eine Treppe nach unten. Das ist es. So etwas sieht man normalerweise nicht in einem Parkhaus. Das ist die 2500 Jahre alte Stadtmauer. Die Mauer des Themistoklea. Man kann die einzelnen Blöcke noch sehr gut erkennen. Eine Lage, zwei, drei, vier, die fünfte verschwindet im Boden. Und das ist noch nicht das Fundament, das reicht noch tiefer. Man erzählt sich, jedem Athener wurde befohlen, alles stehen und liegen zu lassen, um beim Bau dieser Mauer mitzuhelfen. Für die Fundamente verwendeten sie, was sie hatten. Säulen, Skulpturen, sogar Grabsteine. Die Mauer sollte so schnell wie möglich fertig werden. Unsere Scans zeigen deutlich, dass diese in einem modernen Parkhaus verborgene Mauer nur ein Teil eines Bauprojekts ist, das Athen verändert hat. Zunächst errichteten die Bürger von Athen eine Stadtmauer. Dann verstärkten sie den 10 Kilometer entfernten Hafen von Piräus. Schließlich wurde ein befestigter Verbindungsweg eingerichtet, der vom Hafen bis ins Stadtzentrum von Athen reichte. Ein System aus langen Mauern in einem Abstand von fast 150 Metern voneinander, etwa 3,5 Meter hoch.
Mit der Fertigstellung der Mauer des Themistoklea, die den Hafen mit diesen Stadtmauern verband, wurde Athen sozusagen zu einer Insel auf dem Festland. Landgestützte Streitmächte hatten so kaum eine Chance, in die Stadt vorzurücken. Tatsächlich galt Athen lange als uneinnehmbar. Aus dem Untergrund auf die Straße. Mal sehen, wie das wird. Als sich die Athener schließlich doch entschlossen, ihre Stadt wieder aufzubauen, sollte sie größer und besser werden. Dazu richtete sich ihr Blick auf das Umland, wo die Landschaft buchstäblich aus Marmor besteht. Im Grunde fahre ich also auf einer marmornen Straße. Ich befinde mich auf dem Berg namens Pendeli. Und hierher kamen die Athener, um den Marmor abzubauen. Der Marmor, der hier geschlagen und dann in die Stadt transportiert wurde, prägte bald das Antlitz des neuen Athen, einer Stadt an der Schwelle eines goldenen Zeitalters. Kunst und Architektur, Politik, Philosophie und Kultur, eine bedeutende Ära der Menschheitsgeschichte. Unser 3D-Modell zeigt, wie der glänzende Marmor aus der Pendeli verwendet wurde, um auf den Ruinen der Akropolis neue Bauwerke zu errichten. Die prachtvollsten davon sind wohl der Parthenon, dessen Bau 447 vor Christus begann, die Propyläen, der Tempel der Athena Nike und natürlich das Erechtheion. All diese Bauwerke wurden innerhalb von 40 Jahren fertiggestellt, also in der zweiten Hälfte des 5. Jahrhunderts vor Christus. Athen war nun die mächtigste Stadt in Griechenland. Und sie begann, ihren Einflussbereich zu erweitern. Über das griechische Festland, die Ägäisinseln bis zur Küste Niederasiens. Doch diese Vorherrschaft blieb nicht unangefochten. Blickt man von hier aus nach Süden, schaut man auf die Peloponnes, Heimat des erbittertsten griechischen Rivalen, Sparta. Beide Städte bekämpften sich im sogenannten Peloponnesischen Krieg fast 30 Jahre lang. Auch in diesem Konflikt verließ sich Athen vor allem auf seine Schiffsflotte, während sich seine Bürger hinter den befestigten Stadtmauern verschanzten. Doch im Jahr 405 vor Christus verwickelten die Spartaner die Athener in eine vernichtende Seeschlacht und belagerten anschließend die geschwächte Stadt. Im darauffolgenden Jahr kapitulierte Athen. Das goldene Zeitalter der ersten Demokratie der Welt ging zu Ende. Die damit verbundenen Ideale und Errungenschaften jedoch bleiben unvergessen. Das lag zum einen an den Bürgern Athens, die ihre eigene Vergangenheit in den folgenden Jahrhunderten verklärten. Zum anderen an den Römern, die im ersten Jahrhundert vor Christus die Herrschaft über Athen errangen. Während dieser Herrschaft wurde Athen zu einem beliebten Reiseziel der römischen Elite. Im 2. Jahrhundert nach Christus wurde Hadrian der 14. römische Kaiser. Er galt als leidenschaftlicher Bewunderer der griechischen Kultur. Hadrian ließ Athen nicht nur instand setzen, er beanspruchte die Stadt für sich.
Das ist das Hadrianstor. Und dort über dem Torbogen kann man einen Satz lesen. Dies ist Hadrians Stadt. Es war Hadrians Anliegen, Athen zu verbessern. Also verwöhnte er die Stadt mit Geschenken. Einer Bibliothek, einer Turnhalle und mit etwas, das im Alltag der Menschen entscheidend war. Dazu bin ich hier im modernen Olympiasportkomplex Athens. Ich möchte einen Blick auf ein Schmuckstück römischer Baukunst werfen. Dazu muss ich abermals in die Unterwelt. Tim, wie sieht's aus? Gut, ich bin gleich soweit. Ich spüre heiße Luft, die von da unten aufsteigt, und ich habe keine Ahnung, wie tief es darunter geht. Das sind ungefähr 16 Meter. Der Schacht verläuft kerzengerade nach unten. Und er führt zu einem römischen Aquädukt aus dem 2. Jahrhundert nach Christus. Filmaufnahmen waren hier bisher verboten. Meine Güte, es wird immer enger. Ich höre Wasser. Und hier geht's rein in den Aquädukt. Da sind wir. Es ist so niedrig, ich kann noch nicht mal aufrecht stehen. Wo ist meine Taschenlampe? Das ist besser. Hier ist überall Wasser. Wahnsinn. Oh nein. Ich stecke fest. Muss mich seitlich drehen. Aber ich glaube, der Durchgang wird dort hinten breiter. Immer geradeaus. Das Wasser ist kalt und frisch wie Bergwasser. Zweck eines Aquädukts ist ja, Wasser aus dem Umland in die Stadt zu leiten. Ich stelle mir gerade die Arbeiter vor, die diesen Durchgang in den Felsen getrieben haben. Unter entsetzlichen Bedingungen. Diese kleinen Einbuchtungen hier überall, die sind dafür da, dass man damals überhaupt etwas sehen konnte. Dort wurden kleine Öllampen abgestellt. Und in dem flackernden Licht wurde dann der Fels bearbeitet. Muss ich für immer hier unten bleiben? Dieser Tunnel erstreckt sich über 20 Kilometer. Ihn anzulegen dauerte 15 Jahre. Eine beeindruckende Bauleistung. Ich habe die Archäologin Dr. Shauna Lee gebeten, mir mehr darüber zu erzählen. Ein Bauprojekt in dieser Tiefe. Wie ist man dabei vorgegangen? Man hat senkrechte Schächte im Abstand von etwa 35 Metern ausgehoben und dann horizontal aufeinander zugegraben. Was, wenn man sich dabei verpasst hat? Dann musste man eine kleine Biegung graben. Sowas hier? Ja, genau. Sowas. Und dieser Aquädukt ist 20 Kilometer lang. Stimmt. Wie konnten Sie das Gefälle so präzise berechnen? Das ist sehr beeindruckend. Es hängt alles von der Schwerkraft ab. Ist der Winkel zu steil, fließt das Wasser zu schnell und könnte den Aquädukt beschädigen. Ist er zu flach, fließt das Wasser gar nicht. Aber das Wasser fließt immer noch. So ist es. Seit 2000 Jahren. Erstaunlich, oder? Unsere Scans zeigen den Aquädukt äußerst detailliert. Man erkennt mehrere Biegungen, die die Arbeiter graben mussten, wenn sie sich fast verpassten. Wir haben lediglich ein 80 Meter langes Teilstück gescannt. Über diese Distanz fällt der Tunnel um weniger als einen halben Meter ab.
ein so präzise konstruiertes Gefälle, dass der Aquädukt noch bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts in Betrieb war. Ich habe vieles aus dem antiken Athen gesehen, unter der Oberfläche der modernen Stadt. Mit Hilfe virtueller Bilderwelten kann ich diese Welt nun noch einmal betreten. Womit wir wohl anfangen? Mit der Akropolis natürlich. Der Blickwinkel eines Gottes hoch über der Stadt. Wir können auch niedriger fliegen und uns das Erechtheion genauer ansehen. Und hier, das schönste Puppenhaus der Welt. Schau mal. Ja, und ich kann einfach durch die Wände gehen. Dann kann ich es von innen betrachten. Und zurück in einem Größenverhältnis, das uns bekannt sein dürfte. 1:1. Nur, dass du hier nicht sein dürftest, in der realen Welt. Wir stehen auf dem Grund des Loches und schauen an die Decke. Und jetzt fliegen wir wieder. Wir schweben nun um das Erechtheion. Erstmal durch die Tür. Und dann durch die Wand. Wow, einfach mittendurch. Warum nicht? Und da sind wir. Was für eine Aussicht. Und seit 2.500 Jahren starren sie dorthin. Stell dich doch mal da drauf. Ich kann doch nicht. Moment. Das ist ja abgefahren. Schlimmer als virtuell zu fliegen. Und nun stehe ich direkt neben den Karyatiden. Ach, alles überhaupt kein Problem. Denkst du, du hältst das 2.500 Jahre durch? Bei dieser Aussicht? Ja, nicht übel. Die entschädigt für die Mühe. Direkt vor mir das Schmuckstück Athens, der Parthenon. Man spürt, was den Athenern so wichtig war. Die Verbindung zwischen Landschaft, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wenn es einen Ort gibt, an dem man verstehen kann, was einen Athener ausmacht, dann dieser. Die Bürger von Athen gewannen Silber aus Minen, stimmten ab und investierten den Erlös in eine Schiffsflotte. Sie bauten Trockendocks für ihre Kriegsschiffe, befestigten Athen mit eindrucksvollen Stadtmauern und nutzten Marmor aus dem Umland, um ihrer Stadt eine neue, einzigartige Identität zu verleihen. Die erste Demokratie der Welt hat uns ein unvergessliches Vermächtnis hinterlassen.